Hallo, da bin ich wieder. Ich habe heute ein Riesenpaket aus England bekommen, wieder mal. Das letzte für dieses Jahr, nehme ich mal an. Da sind jetzt noch ein paar so Weihnachtsspecials drin. Das wollte ich mit euch zusammen auspacken und euch zeigen. Und dann kam heute auch noch eine kleine Black Friday About You Bestellung von mir an. Die habe ich auch noch gar nicht geöffnet, noch nicht mal reingeguckt. Da schaue ich gleich mit euch zusammen. Das andere Paket habe ich schon mal geöffnet, damit das nicht immer so eine Friemelei ist. Da fangen wir mal an mit diesem schönen Weihnachtskleid hier von Pepco. Ich weiß gar nicht, wo es das da gibt. In England ist das ja so, dass sie in den meisten Supermärkten da auch Kleidung haben. Ja, gibt es ja hier zum Beispiel bei Real auch. Aber ja, da haben die halt so richtig besondere und schöne Sachen. Dann sind auch endlich die Bleistifte mit den Weihnachtsradiergummis gekommen. Habe ich ja schon erzählt. Die hatte ich bestellt für den Adventskalender. Der ist jetzt natürlich schon fertig. Dann habe ich für die Kinder noch diese Badedonuts gekauft. Das sind ja, Badekugeln in Donutform. Schön bunt. Und dann haben die auch noch so Sprenkel. Das sieht dann aus wie Streusel. Fand ich richtig cool. Die baden ja total gerne zusammen und haben dann auch immer gerne irgendwie was Besonderes im Wasser. Ja, die Sachen, die es hier so gibt bei DM oder so, die haben wir eigentlich schon alle, also die kennen die alle schon. So, dann habe ich einmal hier so, kennt man ja vielleicht von Silvester, diese Knallbonbons oder wie die heißen, diese Party zum Auseinanderziehen. Die gab es jetzt hier im Weihnachtsdesign. Ja, ich fand die jetzt einfach mega cool. Ich fand die richtig schön einfach nur und gedacht, wenn wir Heiligabend zusammen feiern mit meinen Eltern und meinem Bruder, kann jeder so ein Ding aufmachen. Da sind 10 Stück drin. Das wird bestimmt cool. Diesen coolen Flamingo-Teppich. Ich weiß noch gar nicht ehrlich gesagt, wo der hin soll. Der sieht so aus. Dann hat er noch diese an den Seiten so Bommeln. Also rund ist der. Ich denke, den werden wir noch bei Olivia ins Zimmer mit reinlegen. Flamingos liebt die auch, da freut die sich bestimmt. Ja, dann hatte ich gesehen und habe ich direkt bestellt und werden die beiden dann Nikolaus am Sonntag anziehen. Einen Tannenbaum, Haarreif und einen super trashigen Rock. Ja, dann habe ich nochmal hauptsächlich eigentlich für die Olivia bei Lindex bestellt, weil die hatten da jetzt so süße Fairy-Sachen. Also einmal so ein Kleid mit einer Fee drauf. Das ist gepunktet und hat auch wieder diese süßen Ärmelchen oben. Dazu gab es diese Leggings hier. Und da gab es noch eine zweite zu. Und zwar diese, aber die ist jetzt für die Rosalind. Das ist das einzige Teil für Rosalind. Die hatte sich die Sachen mit angeguckt und hat gesagt, diese möchte sie auch gerne haben. Die hat ein bisschen Glitzer in den Flügeln. Und dann habe ich für die Olivia noch das hier mit den Heißluftballons. Das fand ich so niedlich. Das gehört auch noch dazu. Da ist die Leggings dazu. Die hat auch Heißluftballons. Ja, fand ich auch süß. Ist ja auch alles mit ein bisschen Glitzer. Dann hatte ich noch zwei Weihnachtsleggings für die Olivia bestellt. Da kann man nie genug von haben. Dann so richtig coole Weihnachtslollis. Die werde ich jetzt Nikolaus auf dem Tisch auf die Teller legen für die Kinder. Dann hatte ich bei TU dieses Dreier-Set-Shirts, also die sind langarm. Einmal so, dann einmal so in Brombeere und einmal so hauptsächlich Grünbeere geblümt. Hier auf diesem ist auch wieder eine Fee. Dann gibt es da noch die passenden Leggings zu. Zeige ich einmal hier in der kleineren Größe. Das ist einmal so eine geblümte. Dann die genau wie das Shirt geblümt. Und noch hier eine mit Fee unten dran. Und dazu gab es noch diese wunderschöne Strickjacke. Auch für beide natürlich, damit die das dazu anziehen können. Ach ja, bei Lindex gab es auch noch dieses Elsa und Anna Kleid. Die Olivia steht da ja drauf. Bei der Rosalind ist es schon out, aber die Olivia fängt jetzt damit an. Kindershampoo und Conditioner. Das habe ich eigentlich auch nur bestellt, weil
wir diese ganzen Kinder-Shampoos und Conditioner und sowas alles schon durch haben jetzt von DM. Und ich einfach auch mal was Neues den Kindern hinstellen wollte und dass sie mal was Neues probieren können. Vielleicht riecht das ja auch irgendwie besonders gut oder... Also habe ich zweimal Shampoo, zweimal Conditioner, Aero, diese Air-Schokolade. Die hatte ich ja schon beim letzten Mal mit Minze. Und jetzt gab es die halt so mit weißer Schokolade drin. Ein Familienkalender. Ich suche schon richtig lange und überall einen schönen Familienkalender zum Aufhängen, wo man ein bisschen was eintragen kann. Jetzt hat er hier unten auch noch so Post-its, einmal Shop, also Einkaufsliste, To-Do-Liste und Remember. Finde ich richtig cool. Kann ich meine Sachen eintragen und vergesse dann hoffentlich nichts. Ganz oft fällt mir auch auf beim Kochen oder beim überhaupt irgendwas in der Küche zubereiten, dass noch irgendwas fehlt oder leer ist, wo ich gar nicht so dran gedacht habe, was ich auch vielleicht für meinen Wochenplan gar nicht brauche, aber immer mal zwischendurch doch brauche und dann kann man das da immer schön notieren. Ja, dann habe ich nochmal hier so eine Skittles, 10 Minitüten sind da drin, weil die Kinder die gerne essen und so eine Minitüte finde ich super. Das ist nicht zu viel, dann kann man denen immer mal so eine kleine Tüte geben, wenn die leer ist, ist sie leer, dann gibt es nichts mehr. Ja, und für die Rosa, dann habe ich hier noch so eine Weihnachtsleggings, weil beim letzten Mal war nur eine für die Olivia dabei. Und die Rosalind hat überhaupt gar keine Weihnachtsleggings. Wir ziehen uns ja immer gerne ein bisschen weihnachtlich an im Dezember. Und dann hatte ich, das hatte ich schon letztes Jahr in England bestellt. Und zwar ist das ein Yankee Candle Set. Ein Winter- oder Weihnachts-Edition Set. Und ja, das ist auch sehr schwer. Also da sind ziemlich viele, ich weiß nicht, ob ihr Yankee Candle kennt, das sind ja diese Kerzen, die sind ja schon ziemlich teuer, aber die riechen halt auch extrem gut und sind langanhaltend und ja, meine Mutter hat gesagt, also die hatten ja angemacht und die ganze Wohnung hat danach gerochen. Super Special Offer, 25 Pfund hat das ganze Set gekostet. Das ist mega, mega günstig, weil normalerweise, also diese 12 Teelichter kosten, glaube ich, schon 15 Euro. Ja, und das letzte gute Stück, die Winterjacke von der Rosalind. Die ist richtig schön. Die ist hier drin so richtig flauschig. Ja, und so sieht sie aus. Jetzt selber ausgesucht. Der Gürtel, der ist hier so glitzern und hier vorne so Gold, also so Roségold. Ja, das war es auch schon in dem Paket. Es war eine Riesenkiste. Diese hier nämlich. Aber irgendwie war es jetzt doch nicht so viel. Weil die Kerzen haben schon so viel Platz weggenommen. Ja, jetzt wollte ich ja noch mit euch mein kleines Bautu-Paket öffnen. Das ist ja jetzt nicht so viel. Ja, und zwar habe ich dabei About You am Black Friday ein bisschen geshoppt. Nicht viel. 5 Teile sind das. Diesen schwarzen Jeansrock von Only. Schwarzer Jeansrock, ich finde, der geht immer mit einer Leggings oder einer Strumpfhose. Da geht er jede Strumpfhose zu. Und da kann man ja auch alles zu anziehen, alles kombinieren. Der kostete jetzt nur noch 8,97 Euro. Da habe ich mir gedacht, kann man mal bestellen, kann man mal machen. Ja, dann gab es hier diese Shorts. Fand ich auch ganz cool. Das ist hier so eine Weite, aber so ganz dünner, feinerer Stoff. Fand ich jetzt eigentlich auch gar nicht schlecht zu Weihnachten mit einem schönen Oberteil oder so. Die Shorts kostete jetzt auch nur noch 5,37 Euro. Und dann gab es von Only so eine Fake-Leder-Look Leggings oder Jeggings. Ja, eher eine Jeggings ist das. Sehe ich gerade auch Skinny, kostete mal 39,99 und kostete jetzt 11,97 Euro. So. Ja, und dann habe ich gesehen, gab es noch Tops im Angebot und zwar so ein Zweierpack Tops für 10 Euro und ein bisschen 10 Euro 32 und 10 Euro 43 und zwar einmal in schwarz. Die haben so eine Spitze hier. So. Und
so Oliv oder Khaki und einmal in Dunkelblau und Altrosé. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne bitte, bitte, bitte ganz viele Daumen da nach oben. Abonniert mich fleißig. Dann hoffe ich, dass ihr bei meinem nächsten Video wieder reinschaut. Da würde ich mich sehr freuen. Oder auch alte Videos, die ihr noch nicht kennt, euch anschaut. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwie besondere Videos mal von mir gerne sehen wollt. Vielleicht kann ich mich da auch mal ein bisschen drauf einstellen, dass ihr was anderes, weil im Moment, also es war jetzt oft so Hauls von unseren Wocheneinkäufen. Ich würde aber auch gerne mal andere Videos machen. Also schreibt mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!